Heute ist German Motor Kult unterwegs auf der ADAC Youngtimer Tour des ADAC Saarland e.V. Die Tour führt heute von Bexbach bis nach Saarbrücken. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute starten wir am Gasthaus Höcherberg zur zweiten ADAC Youngtimer Tour des ADAC Saarland e.V. Bei wirklich traumhaftem Wetter geht es heute von Bexbach aus durch das Grüne mit verschiedenen Wertungsprüfungen, Pausen, wie eine Rollprüfung und so weiter und so fort, bis zur ADAC Geschäftsstelle nach Saarbrücken. Bernd Schneider bei der ersten Wertungsprüfung des Tages, rückwärts einparken. Ja. Moin! Moin, moin! So, jetzt haben wir hier von Michael Pechel und Nadine Jung einen herrlichen Porsche 964 Cabrio Carrera 2 von 1991, 3,6 Liter und 250 PS. Und jetzt bitte alle mal zuhören, nicht wundern, dass das Fahrzeug am Heck eine Kamera hat und vorne eine Kamera hat. Es werden und ab und zu vielleicht auch mal überholt oder sich überholen lässt, nämlich es ist ein, ja, eine Hilfestellung auch von der Seite der Presse, in Anführungszeichen, aber von Oldtimer-Liebhabern, von German Motor Kult. Die erste Wertungsprüfung des Tages beim ADAC Saarland e.V. ist eine Rollprüfung. Leerlauf rein, Motor anlassen und es wird eine bestimmte Zeit vorgegeben, in der man von Lichtschranke zu Lichtschranke fahren muss, gebremst werden darf und dann möglichst auf die Sekunde oder auf die Hundertstel unten durch. Oh, Hand hoch, sehr gut. Guten Morgen, das wäre eure Aufgabe. Okay, verstanden. Nein. Auto bleibt noch an. Ich nehme noch deine Bordkarte. Gange raus, genau. Lichtschranke, wissen wir. Wo das Ziel ist, ist das rote Schild. Wenn ihr wollt, könnt ihr loslegen. Bei der zweiten Wertungsprüfung des Tages haben die Teilnehmer die Aufgabe, von dem Pfosten aus 66 cm zurückzufahren. Und das wird gemessen und jeder Zentimeter gibt natürlich Strafpunkte. Jetzt gucken wir mal, wie viel 66 cm sind. Das war 79, also gar nicht mal so schlecht hier mit dem Jaguar. Wir sind jetzt hier in Zweibrücken während der ADAC Youngtimer Tour 2022 angekommen und hier ist die dritte Wertungsprüfung und zwar haben die Teilnehmer die Aufgabe, mit dem linken Vorderreifen 30 cm an den Balken nach vorne und 30 cm an den Balken zur Seite anzukommen. Jetzt gucken wir mal, wie das hier gemacht wurde. Das ist ein bisschen eng, aber... Seitlich 26 ist schon echt gut. Wir hatten jetzt gerade wunderschönes Mittagessen gehabt.
bei der Pferderennbahn in Zweibrücken, in der Festhalle Zweibrücken und sind jetzt hier in der wunderschönen Klosterkulisse. Hier gibt es einen Kaffee und auch wieder ein kleines Spiel. Und zwar muss man hier Bowl spielen oder Boccia spielen. Halt mit den zwei Metallkugeln möglichst nah an den Stift ran. Und das probieren wir jetzt auch mal. Mal gucken, wie gut wir rankommen. Wertungsprüfung 5. Schönen Kaffee hatten wir schon gehabt. Jetzt haben wir wieder angehalten und jetzt gibt es eine Gripsaufgabe. Das heißt, man muss erstmal wissen, drei Streifen am Bahnübergang. Wie weit ist man dann von dem Bahnübergang entfernt? 240 Meter, 300 Meter, da scheiden sich schon die Geister. Dann wird gefragt, der Anhalteweg bei 50 km/h und wie weit muss der Abstand gehalten werden zwischen dem Fahrrad innerorts, wenn man an dem Fahrrad vorbeifahren will. Ich habe gesagt 1,5 Meter. Was sagt ihr? So, jetzt sind wir hier im Ziel angekommen von der ADAC Youngtimer Tour 22. Es war die zweite Youngtimer Tour vom ADAC Saarland. Wir hatten heute herrliche Strecken gehabt. Wir sind durch das Saarland gefahren, weite Strecken zum Schluss, ein kleines Stück durch Frankreich sogar. Kulturell waren wir unterwegs gewesen. Wir hatten eine wunderschöne Mittagspause gehabt in Zweibrücken mit einem Drei-Gänge-Menü. Und jetzt wird der Tag hier beim ADAC im Saarbrücken ausklingen gelassen. Neben mir steht der Thomas, der Sportleiter vom ADAC. Thomas, wie kommt man auf die Idee, so eine wunderschöne Rallye ins Leben zu rufen für Youngtimer? Also grundsätzlich ist diese Idee nicht geboren worden im ADAC Saarland, sondern ADAC München. ADAC ja. München hat in seiner Oldtimer-Abteilung dann vor 2 Jahren gesagt, Mensch, wir müssten nicht nur die Oldtimer, sondern die Youngtimer müssen wir auch irgendwie dazu bekommen, dass sie Ausfahrten machen. Und dann haben die diese Wertung eigentlich ausgeschrieben. Ja. Letztes Jahr das erste Mal, das sind 5 Läufe, die es in Deutschland gibt. Wir sind letztes Jahr schon der erste gewesen und dieses Jahr wieder. Ja. Und da muss man sich bewerben und dann bekommt man die Zusage in München. Jawohl, das ist eine Region, wo es Wert macht, diese Veranstaltung durchzuführen. Und wir hier im Saarland haben das im letzten Jahr bekommen und diesem Jahr wieder und werden es ganz sicher auch im nächsten Jahr wieder bekommen. Das spricht für sich, ja. Definitiv. Ja. Es war auch wirklich schön gewesen. Also wir sind ja zum zweiten Mal diesmal dabei und man hat wirklich das Gefühl, man kommt zu Freunden. Und ja, auch das Thema Hauptsache gut guess, wirklich par excellence durchgeführt hier. Ihr habt ja noch mehrere Veranstaltungen zum Thema Klassik. Was habt ihr dieses Jahr noch geplant? Wir haben ja einen Klassik Cup. Ja. Da gibt es 6 Veranstaltungen. Ja, wo halt eben dann sportlich gefahren wird. Da gibt es sportliche Wertungen. Das hier ist eine rein touristische Ausfahrt, ja, wo man schöne Strecken sieht und sich vergnügt. Bei diesen sportlichen Wertungen geht es darum, Sollzeitprüfungen und all diese Dinge zu fahren. Da gibt es 6 Läufe. Und am Ende der Saison gibt es dann am 8. 9. Oktober, wie jedes Jahr, unsere Oldtimer-Veranstaltung am Linzler Hof, ja, wo dann letztendlich beides integriert ist. Es gibt diese touristische Ausfahrt und es gibt den letzten Lauf zu diesem Classic Cup. Also 2 Veranstaltungen integriert in eine. Das ist dann der Highlight der Oldtimer-Saison im Saarland. Okay, und da findet auch richtig groß was statt. Also mit mehreren tausend Leuten, habe ich gehört. Letztes Jahr war es ja ein bisschen minimiert gewesen, wegen Corona bedingt. Und dieses Jahr soll es nochmal richtig groß stattfinden, ne? Es wird, es gibt ja nicht nur die Oldtimer-Rallye, es gibt dort also auch einen Parcours, wo Autos, Motorräder ausgestellt werden. Ja. So ein Parcours de Lecours. Es gibt letztendlich eine Rundstrecke auf dem Linzelhof, wo auch Rallye-Fahrzeuge, alte fahren und stark, Rennfahrzeuge. Es ist ein vielseitiges Programm an diesem Wochenende und das geht freitags los bis sonntags. Und vor 3 Jahren, das letzte Mal ohne Corona, hatten wir letztendlich 10.000 Zuschauer dort vor Ort. Das hoffen wir auch in diesem Jahr wieder. Das spricht definitiv für sich. Also da kann ich jetzt schon sagen, da sind wir auf jeden Fall wieder mit dabei, werden darüber berichten, über die Ausfahrt, über die Veranstaltung als solches. Ja, wir machen es kurz. Das war die ADAC Youngtimer Tour. Ihr habt heute ganz viel gesehen, was wir auf der Strecke erlebt haben, die einzelnen Wertungspausen und so weiter und so fort.
Und ich freue mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir sehen uns auf weiteren Rallyes und natürlich auch wieder im Saarland auf dem Linzlerhof. Bis dahin, euer Micha von Motormarketing.